Willkommen zu einem neuen Black Ops 3 Video. Wir haben gestern wieder einen neuen Patch für Black Ops 3 bekommen. Auf der PlayStation 4 sind wir jetzt mittlerweile bei der Versionsnummer 1.06 und hier in diesem Video gehen wir mal alle wichtigen Änderungen durch, die am Multiplayer gemacht worden sind. Wichtig, einige der Waffenänderungen, die ich jetzt gleich nennen werde, die sind nicht erst gestern dazu gekommen, sondern das sind Änderungen, die schon vor dem Wochenende aktiv geworden sind. Ich hatte dazu ja auch ein Video gemacht, David Wonderheart schon so ein bisschen an den Waffen gebastelt, wollte uns allerdings noch nicht verraten, was genau gemacht wird. Es ist eben so, dass die Informationen jetzt nachgereicht worden sind. Das heißt, manche Änderungen, die ich jetzt durchgehe, sind eben schon am Wochenende aktiv gewesen. Wir fangen jetzt allerdings erstmal nicht mit den Waffen an, sondern mit den Spezialisten. Es hat Änderungen bei Outrider, Nomad und Prophet gegeben. Bei Outrider wurde der Bogen ein bisschen verbessert. Hier steht, die Fähigkeit wurde verbessert, Gegner zu treffen, was wahrscheinlich bedeutet, dass die Zielhilfe ein bisschen hochgedreht wurde. Bei Nomad wurde dann ein Recheck ein bisschen gemacht und zwar hat man jetzt mehr Power bzw. mehr Aufladung vorhanden, wenn man diesen Recheck abbricht und sich eben einfach neu spawnen lässt. Und bei Prophet ist es so, dass die Blitzwaffe jetzt auch ein bisschen mehr Auto-Aim hat, beziehungsweise eine verstärkte Zielhilfe. Das heißt, auch damit sollte man die Gegner ein kleines bisschen besser treffen können. Weiter geht's dann mit den Waffen. Hier ist es so, dass die Fernschadensreichweite erhöht worden ist bei der ICR-1, bei der HVK-30 und bei der Shiva. Das heißt, die sind auf Reichweite ein bisschen besser. Bei der KN-44 wurde dann die mittlere Distanzschadensreichweite erhöht. Das heißt, nicht der Schaden auf mittlerer Distanz wurde erhöht, sondern die Reichweite, wo man den mittleren Schaden hat, der wurde ein bisschen erhöht. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das gleichzeitig auch wieder, dass die KN-44 auf Entfernung auch ein bisschen besser gemacht wurde. Weiter geht's dann mit der Vespa. Hier wurde der Rückstoß erhöht und die Hüftgenauigkeit ist nicht mehr ganz so gut. Das heißt, aus der Hüfte sprayen funktioniert jetzt schlechter als davor. Bei der Weevil wurde dann ein bisschen was in Hardcore gemacht. Hier wurde auch der Schaden auf Distanz ein bisschen erhöht. Das zählt allerdings, wie gesagt, nur für die Hardcore-Spielmodi. Und dann hat es außerdem noch die Locus getroffen. Hier ist es so, dass man einen erhöhten Waffenwechselspeed hat. Was bedeutet, dass man von der Locus ein bisschen schneller zu einer anderen Waffe, zum Beispiel zu einer Pistole, wechseln kann. Dann wurde ein bisschen was bei den Maps gemacht. Hier ist es so, dass bei Preach bei Stellung Punkt 1 und 3 vertauscht worden sind in der Rotation. Und bei Punkt 3 gab es außerdem einen kleinen Fix, der dafür gesorgt hat, dass man die Stellung nicht mehr einnehmen konnte außerhalb von der Stellung. Bei Combine gab es auch ein Problem mit der dritten Stellung. Die konnte man auch irgendwie außen einnehmen. Das wurde auch gefixt. Bei Havoc wurden einige Spawnpunkte angepasst, wo man ein bisschen über dem Boden abgesetzt wurde. Das heißt, nach dem Spawnen ist man ein Stück runtergefallen. Das ist gefixt worden. Dann gab es bei Infection eine kleine Änderung. Hier gab es anscheinend eine Stelle bei dieser Wand, die nach oben geht, wo Granaten einfach durchgeflogen sind. Hier ist jetzt eben eine Wand hingemacht worden, kann man sagen, wo die Granate abprallt. Bei Redwood gab es ein paar Änderungen. Da gab es an einer Stelle bei Suchen und Zerstören so eine Meldung, dass man hier die Bombe aufheben kann. Das war irgendein Bug, der wurde entfernt. Und auch hier gab es irgendwie das Problem wie bei Havoc, dass man bei manchen Spawnpunkten leicht über dem Boden abgesetzt wurde. Auch das wurde gefixt. Dann ist es so, dass bei Stronghold ein bisschen was gemacht worden ist. Da wurden Glitches gefixt. Einmal konnte man auf irgendwelche Bäume hoch. Dann gab es irgendeinen Glitch in der Nähe vom Haus, der wurde auch behoben. Bei Gauntlet wurden auch einige Glitches behoben. Man konnte irgendwie nach draußen, man konnte irgendwie nach oben und so weiter. Da wurde ein bisschen was gemacht. Und auch bei Splash gab es weitere Fixes. Ich hoffe mal, dass jetzt alle Glitches behoben sind. Auf jeden Fall wurde da auch wieder einiges gemacht. Und ganz am Ende kommen wir noch zu Uplink. Auch bei Uplink gab es eine kleine Änderung. Und zwar wurde die Zielhilfe entfernt, die man hatte, wenn man die Drohne mit dabei hatte. Das heißt, anscheinend war da bis jetzt immer Zielhilfe noch an, was vielleicht in manchen Situationen auch dafür gesorgt hat, dass man irgendwie ein bisschen komisch irgendwie abgelenkt wurde, wenn ein Gegner in der Nähe war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da die Zielhilfe entfernt worden. Und ja, das sind die ganzen Änderungen, die am Multiplayer gemacht worden sind mit dieser neuen Version. Falls ihr die komplette Liste mit allen Änderungen sehen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, dort habe ich die verlinkt. Das heißt, da gibt es dann auch noch Informationen zu Zombies und auch zur Kampagne. Und ansonsten war es das dann mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut und bis zum nächsten Mal.